Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Auf unserem Programm steht heute eine hochinteressante Partie. Und ich glaube, heute wird niemand enttäuscht werden. Erwartungen sind groß und das sind einfach Mannschaften, die wissen, wie sie mit diesen Erwartungen umgehen können. Ein Freundschaftsspiel also, aber das wird wohl trotzdem intensiv, da beide sich eine Menge vorgenommen haben. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Nehmt erstmal ein wenig das Tempo raus. Da ist die Chance. Ist das das Tor? Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schön diesen Pass abgefangen. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Da kann er erst mal klären. Den Ball holt er. Abgeblockt. Er ist zu früh durchgestartet. Abseits. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Da lassen sie den Ball gut laufen. Ist das der Ausgleich? Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Ecke kommt rein. Sie bekommen den Ball nicht raus. Das ist die Chance. Das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Er hat hier die Chance zur Führung. Sie haben immer noch den Ball. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Stark verteidigt. Platz zum Kontern. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. So, Tor! Das ist die erneute Führung. Das ist ein klasse Spiel, Leute.
aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Das könnte was werden jetzt. Klasse Timing hier, gut dazwischen gegangen. Es wird 2 Minuten Nachspielzeit geben. Schönes Dribbling hier. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Guter Zweikampf. Könnte was werden, guter Pass. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Gute Aktion vom Torhüter. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung bisher. Aktuell sind sie im Ballbesitz. Vielleicht entwickelt sich jetzt was. Tja, das war keine gute Flanke. Den Zweikampf führt er sehr gut. Chance zum Konter jetzt. Die Chance jetzt. Mit Auge, mit viel Routine, tolle Parade, macht sich lang. Und der war nicht so einfach. War ein guter Ball, aber die Parade war noch besser. Eine kurze Ecke. Daniel Was. Das macht er sehr gut. Da haben Sie jetzt einige Optionen. Er hat die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Sie wechseln also aus. Jetzt der Eckball. Geblockt auf der Linie. Gut geklärt. Super Trick, er kommt vorbei. Ja, macht das da ganz sicher. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Wir sehen den Wechsel. Ecke kommt ins Zentrum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Das macht er ganz energisch. Sie können den Ausgleich noch packen. Es gibt Ecke, vielleicht die letzte zwingende Aktion der Partie. Ecke in die Mitte. Sie spielen erstmal raus. Vielleicht der Ausgleich. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell, Nerven behalten, das war eine Glanztat. Regulär sind's hier noch 3 Minuten.
Sie haben den Ball. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Schlusspfiff für uns. Damit war es das für heute. Die Gäste gehen hier also als Verlierer vom Platz. Knapp gehen sie hier als Verlierer vom Platz. Wir sehen die Enttäuschung in den Gesichtern. Sie wollten mehr und das wäre ja auch machbar gewesen. Aber sie hatten heute viel Pech. Aus meiner Sicht wäre mehr drin gewesen. Das war gut, was er heute angeboten hat. Hat natürlich mit dem Führungstor viel gezeigt. Ja, sie leben von solchen Toren, ist einfach stark. Diese Torgefahr, diese Kaltschnäuzigkeit haben wir heute wieder erlebt. Und dann kommt eben auch ein Sieg dabei raus.